wir kommen zum letzten Good Practice Beispiel. Wir haben schon viel über die neue Rolle der Lehrperson gesprochen, die immer mehr zum Coach wird. Und jetzt stellen wir Ihnen jemanden vor, der das bereits verinnerlicht hat. Denn Matthias Stürmer ist Dozent für digitale Nachhaltigkeit an der Uni Bern. Und er hat sich quasi selbst ersetzt durch YouTube. Und wie es funktioniert, das erklärt er uns gleich selbst. Herzlich willkommen, Matthias Stürmer. Ja. Guten Abend, ich hoffe, Sie mögen noch so die letzte Session, aber keine Angst, wir werden ein paar YouTube-Filme schauen, von dem her wird es ziemlich unterhaltsam. Wie gesagt, wir haben an der Uni Bern die Möglichkeit, Innovation auch in der Lehre zu betreiben und da habe ich mich beworben damals für eine Förderung innovative Lehre und da ging es eben darum, dass man Inverted Classroom, Flipped Classroom, haben wir heute auch schon gehört, praktiziert, also eigentlich ein ziemlich reguläres Förderung der innovativen Lehre-Projekt. Das hat geklappt und ich habe einen Kurs, da lernt man Programmieren, also die Studierenden lernen an der Uni Programmieren und dort war eben das Ziel, ja, wie unterrichtet man das? Das hatte ich bis jetzt quasi sehr klassisch unterrichtet und künftig wollte ich es eben quasi umdrehen. Und entsprechend habe ich mich eingelesen oder quasi angeschaut, was könnte man jetzt tun, habe ein Mikrofon gekauft, also das ist ein Mikrofon, damit man Videos vertonen kann, einigermaßen professionell und entsprechend ja, gute Tonqualität kriegt, habe das gekauft und wollte eigentlich loslegen, bis ich realisiert habe, dass auf YouTube eben schon diverse Leute das machen und da wollte ich Ihnen jetzt gerne die meine zwei Teachers vorstellen, das ist der Dennis Panyuta auf der linken Seite und der Net Ninja auf der rechten Seite. Der Dennis Panyuta, das ist ein deutscher YouTuber, der hat 12.000 Follower auf YouTube und hat schon etwa 200 Videos publiziert und hat dort entsprechend auch sehr viel Know-how dabei. Und als ich diese Videos mir angehört habe, muss ich einfach sagen, ja, so lustig und unterhaltsam wie der ist, das bin ich leider nicht. Er hat wirklich, wie gesagt, eben ganz viele dieser Technologien, die ich eh schon unterrichtet hatte, vermittelt. Und da musste ich ehrlich gesagt schweren Herzens realisieren, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich jetzt einen Schritt zurück mache und dem Dennis die Bühne überlasse. Habe entsprechend mal seine Videos natürlich angeschaut. Es waren auch nicht die ersten, die ich angeschaut habe. Ich habe ganz viele Videos angeschaut. Also YouTube ist wirklich ziemlich unterhaltsam, wenn man da nächtelang Filmchen anschaut. Warum macht das der Dennis? Wieso verschenkt er auf YouTube seine Filme? Ganz einfach, weil er noch viel mehr Filme aufzeichnet. Er ist ein professioneller YouTuber und er verkauft noch ganz viele weitere Kurse, wo er eben entsprechend vertont hat für irgendwie 12, 15 Dollar auf seiner Plattform. Da gibt es ja ganz viele von diesen Plattformen. Also der hat ein klassisches Freemium-Modell, einen Teil gratis und einen Teil bezahlt. Und wie das jetzt eben ausschaut, das wollen wir jetzt mal, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, so ein YouTube-Video, schauen Hallo, wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen zum 17. Teil des JavaScript-Tutorials für panyutorials.de. Mein Name ist Dennis Panyuta und in diesem Tutorial werden wir uns mit den verschachtelten if-Bedingungen beschäftigen. Und dazu haben wir im letzten Tutorial ja bereits if und else kennengelernt und werden das nun verwenden, um eine verschachtelte if-Bedingung zu erstellen. Dazu verwenden wir den Code vom letzten Tutorial. Genau, also ich bewahre es jetzt vor diesem 10-minütigen Videoclip. Es ist sehr spannend, wie gesagt, man lernt dann entsprechend, wie man programmiert. Eine von diesen 30 Sessionen wird man eben diese If-Schachtelung kennenlernen. Also sehr interessant. Der zweite YouTuber, wie gesagt, das ist der Net Ninja, der hat 10-mal mehr Follower. Kein Wunder, der ist nämlich auch Engländer, der spricht Englisch und deshalb hat er natürlich viel mehr Follower. Hat auch schon hunderte von Videos publiziert und auch er verkauft Teile seiner Kurse, aber ganz viel Material kann man wirklich gratis in dem Sinn anschauen und kann eben dieses Wissen aufsaugen. Das habe ich auch gemacht, habe mir ein paar Videos angeschaut, auch von ihm ein kleiner Clip. Yo, what's happening guys? Welcome to your 25th Bootstrap 3 tutorial and in this video we're going to talk about carousels.
All right then, so Carousels in Bootstrap are by far one of the most popular features that people use it for. Genau, also wie gesagt, ich habe viele Qualitäten, würde ich behaupten, aber so unterhaltsam, das schaffe ich einfach nicht mit meinem bescheidenen Mikrofon. Aber wie gesagt, der macht das super und hat das auch eben wirklich professionell aufgezogen. Warum sollte ich das nicht auch für meine Studierenden brauchen, die genau das Gleiche, ich eben in Hunderten von Stunden Aufwand hätte aufnehmen müssen. Und das ist eigentlich quasi noch eine Fortsetzung von diesem Inverted Classroom-Prinzip. Also wir haben nochmal links die ganz konventionelle Lehre, da bin ich früher quasi vor der Klasse gestanden, habe gezeigt, jetzt müsst ihr das reintippen und so weiter. Und die Studierenden mussten dann zu Hause eine App programmieren. Heute ist es genau umgekehrt, die Studierenden sind immer noch alleine zu Hause, aber sie schauen sich eben diese Videos an von dem NetNinja und von dem Dennis Panyuta. Und ich gestehe, ich habe auch noch ein paar Videos gemacht, das war wirklich ziemlich aufwendig. Man sitzt dann quasi am Abend spät im Büro, weil am Tag geht nicht, da klingelt das Telefon, dann kommt jemand rein und dann, genau, das ist viel zu laut, da muss man wirklich Ruhe haben und es darf einem noch niemand zuhören. Das ist ziemlich peinlich, wenn man dieses Mikrofon redet. Von dem her, ich habe ein paar Videos, Sie können sich anschauen. Aber wie gesagt, heute in der Präsenzveranstaltung, da können die Studierenden entsprechend dann diese Skills anwenden und werden von uns gecoacht in dieser Programmierarbeit. Ich war nicht nur untätig bei diesen Videos, meinen Mehrwert als Dozent habe ich geleistet, indem dass ich eben eine Auswahl getroffen habe, eine Qualitätssicherung sozusagen gewährleistet habe und ich habe in diesem E-Learning-System der Uni alle diese über 100 Videoclips kuratiert. Ich habe sie quasi dokumentiert, ich habe noch eine Leitfrage gemacht, eine Kontrollfrage, habe noch einen Vorwissenstest entwickelt. Also die Studierenden werden mit diesem zwar YouTube-Material doch eigentlich an der Hand genommen und durch diese verschiedenen Sessions durchgeführt. Ja, das ist eben wie gesagt praktisch, man spart sehr viel Zeit, hat dann umso mehr Zeit, sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern, eben den Leuten wirklich das Ding beizubringen, Fehler zu unterrichten. Wie man es an der Uni macht, haben wir das auch evaluiert. Wir haben dann gefragt, ja, was findet ihr da wie diesen YouTube-Teacher? Mal ganz generell, die Videos, die Idee mit den Videos selber zu schauen, das fand ich wirklich gut und besser für den individuellen Lernerfolg. Logisch, weil eben, wir haben Informatiker, die können schon programmieren und wir haben Leute, die können noch gar nicht programmieren und die gemeinsam in einer Klasse, das wäre eine Riesenschwierigkeit. Also von dem her, dieses Inverted Classroom klappt bestens in der Informatik, wenn man eben da quasi alle auf einen ähnlichen Wissensstand bringen muss. Ein paar kritische Stimmen gab es natürlich auch, eben zu schnell oder der eine hatte etwas Mühe mit dem Englisch, aber das Praktische ist auch dort, man kann Pause drücken und dann noch mal etwas ausprobieren und dann noch mal von vorne hören. Und dann habe ich bewusst auch noch gefragt, ja, was meint ihr, sollte der Dozent alle die Videos selber aufzeichnen? Ich wollte mal wissen, ja, was sagen Sie da dazu? Überzahl sagte ganz klar, eben, wäre unnötiger Aufwand oder nein, die YouTuber machen das zu gut und so weiter, das lohnt sich nicht. Einige kritische Stimmen gab es und auch fand ich sehr interessant. Außerdem ist es ein wenig so, als würde ich jemanden zum Essen einladen und dieses aber beim Restaurant bestellen. Das fand ich noch so. Ah, okay, ja. Genau, also die machen jetzt die Arbeit. Also einer hat noch geschrieben, ja, werden die dann auch entschädigt, die YouTuber, wenn ich jetzt die in der Vorlesung, also die kriegen auch sonst viel Geld von Google und so weiter, das ist ja nicht so ein Problem, glaube ich. Gut. Ich möchte ganz kurz noch den Bogen schließen zur Volksschule, weil auch dort, denke ich, hat dieses ganze YouTube-Thema ein Potenzial. Nur noch zwei Slides, wir haben das gehört, Lehrplan 21, auch dort sollte man sich mit Informatik beschäftigen, steht da drin. Und da gibt es praktische Plattformen wie Scratch, da kann man eben programmieren lernen, ohne wirklich zu programmieren. Da können Lehrpersonen, Kinder selber so kleine Programmchen schreiben. Auch da gibt es sehr gut kuratierte Videos, in dem Sinn hier von Google, das nennt sich CS First. Da kann man sehr einfach kann man dieses Material verwenden. Wir haben das mal ausprobiert, das geht wirklich sehr gut. Haben entsprechend Kurs angeboten. Die Kinder haben sich mit Kopfhörer quasi dahingesetzt und mein 12-jähriger Sohn und ich haben dann quasi durch diesen Unterricht durchgeführt und von dem her sehr eine praktische Sache. Fazit von dieser ganzen Übung. Ich denke, die Hochschulen und die Volksschulen sollten sich dem ganzen YouTube-Thema nicht entziehen. Es ist eine wertvolle Bildungsquelle und in dem Sinn, warum nicht das nehmen, was greifbar ist, was kostenlos auch ist.
Da vielleicht ein Tipp an Herrn Pulver noch. Könnt ihr da nicht die Erziehungsdirektion YouTube-Kuratoren und Kuratorinnen einstellen oder überhaupt dieses YouTube-Kompetenz noch etwas erhöhen? Denn da, denke ich, mangelt es uns manchmal an diesen Skills, an unseren Dozierenden. Gut, also jetzt haben wir es geschafft. Apero ist in der Nähe. Besten Dank.